Hallo, ich zeige euch mein Dino-Journal. Das Ganze ist ein Hochzeitsgeschenk und ist bereits versendet worden. Das Ganze sollte sehr schlicht und elegant aussehen, deswegen habe ich nur wenige Perlen verwendet und das Ganze in ein Wildlederimitat eingebunden. Das Etikettenschild ist abnehmbar und dann habe ich noch von Funkelkram Buchecken verwendet. Das Cover ist so schön flauschig. Die Innenseite von meinem Journal habe ich mit einem 30x30 Block von Action verkleidet. Ansonsten habe ich einen Block von Carter Bella verwendet und ich habe ein Buch aus der Bücherei erstanden und daraus habe ich viele Seiten verwendet. Das, was noch übrig ist von den Resten, zeige ich euch später im Video. In dieser Einschubtasche habe ich eine Karte erstellt mit Sticker vom Kick. Die sind schon sehr alt. Den Dickosaurus gibt es nicht. Ich fand es einfach nur lustig und drollig. Auf dieser Seite findet ihr eine Einschubtasche mit einem Aufbügelmotiv vom Teddy. Das ist eigentlich dazu da, um Flicken zu stopfen. Ich fand es einfach trotzdem cool und musste rein. Und hier seht ihr einige Evolutionstabellen. Ihr werdet immer wieder Dinosaurier auf den Seiten finden. Die sind keine Stempel. Ich habe im Internet nach Schwarz-Weiß-Bilder oder Ausmalbilder gesucht und habe diese dann auf mein kaffeegefärbtes Papier ausgedruckt. Und danach habe ich das Ganze mit Stempel und Stencil bearbeitet. Und hier auf der rechten Seite seht ihr dasselbe Prinzip nur auf Vellumpapier. Und das harmoniert sehr gut mit dem Hintergrund. Das grüne Papier habe ich mit Acrylfarbe und Magic Powder eingefärbt. Das war eine schöne Sauerei, aber es macht wirklich was her. Auf dieser kleineren Doppelseite seht ihr Stempel von dem Carter Bella Papierset. Die waren mit dabei und die sind super. Die musste ich einfach mit verwenden. James guckt auch immer mal wieder vorbei. Ihr wisst ja, nicht ich bin der Star des Kanals, sondern James. Ich sollte mal meinen Kanal umbenennen. Ja, hier seht ihr verschiedene Karten, die ich gemacht habe. Auf der Rückseite habe ich immer Platz zum Schreiben gelassen. Und in diesem Buch von der Bücherei, das sind immer wieder solche wunderschöne Zeichnungen. Ich habe mich gar nicht getraut, sie zu zerschneiden. Ich habe unter anderem damit das Cover von den Signaturen gemacht. Die Einschubtaschen sind leider etwas sehr groß. Da fallen die Karten so leicht raus. Deswegen habe ich eine große Büroklammer verwendet und diese auch dekorativ gestaltet. Das seht ihr immer mal wieder. Der eine oder andere kennt doch bestimmt noch diese Spielekarten mit den Autos, wo dann beispielsweise das Auto mit den meisten PS gewonnen hat. Und das habe ich in Dino-Style gefunden, die habe ich immer mal wieder mit eingebaut. Und in einem Schreibwarenladen habe ich diese holographische Postkarte gefunden. Ich fand sie so witzig, die musste mit. Und hier wieder mal so eine wunderschöne Zeichnung. Auf der rechten Seite findet ihr den Namen Big L. Das ist der Name von einem Dino aus einer Doku. Der Bräutigam hat mir damals diese Doku gezeigt, als ich ihn kennengelernt habe. Hier könnt man ein kleines Geheimnis verstecken. Ihr merkt, hier sind sehr viele Einschubtaschen. Das liegt daran, dass der Bräutigam nicht bastelt. Daher wollte ich, dass er mehr ein Journal zum Streicheln und zum Angucken hat. Ich wollte ihm Platz zum Schreiben lassen, aber dennoch so viel wie möglich vom Buch verwerten, denn die Seiten sind wirklich wunderschön und wären eine Schande, wenn sie im Müll landen. Hier zeige ich euch die Vorder- und Rückseite von der Signatur. Wie schon erwähnt, das sind immer Doppelbilder, die ich für die Signaturen verwendet habe. Leider sind die Dinos etwas veraltet dargestellt. Heutzutage weiß man ja beispielsweise, dass viele Dinos Federn hatten. Und hier findet ihr keinen einzigen Dino mit Federn. Diese dekorierten Büroklammern eignen sich natürlich auch super, um Zeichnungen einzuklemmen. Wenn man diese entfernt, hat man noch mehr als genügend Platz zum Schreiben. Bei diesem Carter Bella Papierblock waren auch viele dieser kleinen süßen Karten dabei. Einige in Karteikartengröße und Postkartengröße. Diese habe ich auf der Rückseite mit kaffeegefärbtem Papier beklebt und etwas dekoriert, damit man mehr als genügend Platz zum Beschriften hat. Und auch hier wieder ein paar tolle Seiten. Da kann man auch ein bisschen was lesen auf der Rückseite. Damit
Damit das Ganze spannend bleibt, habe ich auch kleinere Seiten eingefügt. Es ist aber immer wieder eine Herausforderung, Papier zu färben, wenn es kariert oder liniert ist. In dem Fall empfehle ich euch, Kaffee in eine kleine Sprühflasche umzufüllen und dies so zu bespritzen und trocknen zu lassen. Ich habe hier primär mit Braun- und Grüntönen gearbeitet. Ich habe mich von einer YouTuberin inspirieren lassen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Auf dieser Seite wollte ich viel zum Streicheln. Daher habe ich dieses Aufbügelmotiv eingeklebt und diese Feder mitverwendet. Ich habe sehr lange herumexperimentiert, bis ich diese Unterwasserszene hinbekommen habe. Aber es sollten noch Lichteffekte hinzukommen, aber das habe ich nicht hinbekommen. Diese Karte wollte ich auch von der Rückseite gestalten, also man könnte sie vielleicht von vorne beschriften. Und während des Videodrehs ist mir auch gefallen, dass sich da was eingeschlichen hat. Den Pilz, den Schlingel, den habe ich die ganze Zeit beim Basteln gesucht. Naja, jetzt lege ich ihn hier halt zur Seite und darf er wenigstens auch noch mit aufs Video drauf. Und hier sind wir schon am Ende unserer zweiten Signatur. Auf der rechten Seite findet ihr wieder ein Ausmalbild, das ich gedruckt habe. In Kombination mit Stencil vom Action, die sind schon etwas älter. Ich selber hatte sehr viel Spaß, mit dem Puffy-Sticker vom Teddy zu arbeiten. Die Fußabdrücke führen hin zum Dino, der dahingeschieden ist. Das ist leider ein bisschen traurig, aber eine nette Spielerei. Sämtliche Karten sind von der Rückseite schlicht gestaltet, und zwar mit den Stempeln von Mama Elephant, Clearly Besotted und Doodlebug. Sämtliche Links dazu findet ihr in der Infobox. Das Designpapier von Cartabella war mir viel zu laut, zu knallig und zu bunt. Ich wollte, dass da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, deswegen habe ich aus dem Buch aus der Bücherei eine ruhige Seite rausgerissen und die drüber geklebt, sodass nur der Schriftzug an den Rändern herausguckt. Damit konnte ich mich mehr identifizieren, da ich eher der schlichtere Typ bin. Und hier seht ihr noch eine kleine Doppelseite aus einem linierten Heft. Das habe ich verziert mit Cartabella-Sticker. Ebenso habe ich den Basic-Stempel von Studio Light verwendet. Den habe ich speziell für dieses Journal gekauft. Hier habe ich was ganz Besonderes gefunden. Diese Faunfeder gibt es derzeitig beim Teddy im Doppelpack in verschiedenen Farben. Der Allosaurus ist der besagte Dino aus der Dokumentation Big L. Der musste einfach hier mit rein und ich war überglücklich, dass er mit drin war. Und hier sehen wir weitere wunderschöne Bilder aus dem Buch. Was ich super finde, dass sie schon sehr alt aussehen. Daher bin ich nur ein bisschen am Rand entlang gegangen mit Vintage Photo und Ground Espresso, um es noch ein bisschen mehr zu highlighten. Diese Winter Color Stickers sind vom Teddy. Ich finde sie sehr hübsch. Natürlich, man sieht die Linien durch, das ist nicht so schlimm. Was ich cool fand, ist, das Papier ist ja durchs Färben und durch die Stencil sehr fleckig geworden und das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Struktur. Ihr könnt es ja auch, wenn ihr Kinder habt, bei euch im Kinderzimmer ans Fenster kleben. Das sieht bestimmt auch wirklich cool aus. Ich wollte hier mehr mit Vellum arbeiten. Das Vellum ist vom Action und normalerweise ist es ja etwas schwierig, Vellum aufzukleben. Ich habe hier einen Brittstift verwendet und damit hält es relativ gut. Ich finde, der Skorpion eignet sich super, um Geheimnisse reinzuschreiben. Leider hält er nicht, deswegen war es wirklich erforderlich, dass ich eine Büroklammer zur Fixierung ranhänge. Auch diesen Tag kann man verwenden, um dahinter Geheimnisse zu verstecken. Ich habe den Brett auf der anderen Seite mit einem Sticker versteckt. Hier habe ich wieder ein Aufbügelmotiv vom Teddy verwendet und im Hintergrund seht ihr Blütenranken von einem DIN A4 Stencil. Ich kann leider nicht sagen, woher ich den habe. Den habe ich schon ziemlich lange. Meine Nähmaschine habe ich auch einmal ausgepackt, aber mit der bin ich immer auf dem Kriegsfuß. Klappt mal besser und mal schlechter. Und hier wieder dieses wunderschöne Vellumpapier vom Action. Was ich schade finde, das Cartabella Papierset als auch die Sticker gibt es leider nicht auf Deutsch.
Vielleicht müsste ich da doch noch mal genauer hingucken. Ich habe das Ganze gebraucht gekauft, aber man kann es ja trotzdem lesen. Es ist ja nicht so schwierig. Hier könnt ihr wieder eine Karte von mir sehen. Die Nähmaschine hat mich sehr geärgert. Ihr werdet es gleich auf der Rückseite sehen. Die Unterfadenspannung war nicht stramm genug. Woran es liegt, weiß ich nicht. Hier könnt ihr sehen. Das Ganze war nicht stramm genug. Das hieß, ich musste alle Fäden ein bisschen stramm ziehen und Knoten setzen, damit das Ganze nicht zu locker ist. Und es frisst unglaublich viel Zeit. Leider bin ich kein Nähprofi und weiß auch nicht, wie ich diesen Fehler beheben kann. Wenn einer von euch näht und sich mit diesem Problem auskennt, dann würde ich mich wirklich wahnsinnig über Tipps freuen. Denn egal, ob ich jetzt das Papier nähe oder Stoff nähe, es verheddert sich von unten öfters mal. Es frustriert, macht keinen Spaß. Ich bitte wirklich um Hilfe. Vielleicht kann mir jemand helfen, damit ich mehr Spaß und Freude an meiner Nähmaschine habe. Dieses Motivpapier hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Es ist ja 30x30 groß und es passt in so ein DIN A4 Journal nicht komplett rein. Ich musste leider den ganzen Bobbes oder mehr als nur den Poppes von dem linken Dino abschneiden. Das hat mir richtig weh getan. Und somit sind wir schon am Ende unserer dritten Signatur angekommen. Ich wollte es thematisch auch alles passend machen. Nimm einen mehr Pflanzen, den anderen mehr Fossilien. Doch allerdings hatte ich das Pech gehabt, dass alles zu dick geworden ist und musste ein paar Signaturen umsetzen. Das ist ein Kratzbild vom Teddy. Auch hier war mir das Ganze ein bisschen zu unruhig. Daher habe ich diesen Hintergrund hineingeklebt. Ach, hier, das ist zum Abnehmen. Einfach nur zur Dekoration. Dieses Papier hier hinten habe ich vom Rossmann. Das ist nicht beschichtet und es ist einfach traumhaft schön. Ich bin ja auch mit einem Eckenstanzer rangegangen. Und das sieht ja aus wie Naturpapier. Und wieder eins zum Abnehmen mit einer Büroklammer. Und wieder ein Stückchen Vellum. Ja, Goofy. Mit Stencils kann ich mich richtig austoben. Und dieser Langhals sieht man auch hier. Ja, das Ganze klafft ordentlich. Und diesen kleinen süßen Dino-Anhänger, da kommt noch weiter hinten einer, den habe ich von Funkelkram. Dieses Element ist verschiebbar. Diesen kleinen Racker hier meinte ich. Richtig süß. Hier musste ein Drache drauf. Ich musste bei dieser Eidechse irgendwie an einen Drachen denken. Derjenige, der das Ganze kriegt, mag Dinos als auch Drachen. Von daher hat es super gepasst. Was man hier sehr schlecht sieht, ja, vielleicht wenn ich wackel, da ist eine winzig kleine Libelle. Das zeige ich auch noch hier, das Gesamtbild, und dann sind wir durch. Vier Signaturen, klafft ordentlich, ich habe es ein bisschen übertrieben, alles mit Gummibänder. Ja, das war's. Verwendet habe ich dieses Buch. Da sind noch ein paar Seiten drin, allerdings nicht allzu viele.
Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Ganze auseinander zu wursteln. Es ist auch wirklich schon etwas älter. Ein paar Reste sind übergeblieben. Die habe ich hier reingepackt. Ein bisschen Vellum, ein paar Sticker. Und diese ganzen Sticker waren auch in einem Block drin, den ich verarbeitet habe. Ebenso habe ich dieses Spieleset verwendet, das ihr ein paar Mal da drin gesehen habt. Dazu kommt noch diese Schreibfeder vom Teddy. Und diesen wunderschönen Block habe ich verwendet. Da sind noch ein paar einzelne Papiere über. Aber das Beste habe ich verwurstelt. Ein bisschen musste ich mich auch zurückhalten, damit das Ganze nicht zu dick wird. Aber seht euch doch das mal an. Ist das nicht toll? Gut, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Zu guter Letzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar geht es um dieses Waldjournal. Ich habe es bisher eingebunden und ein paar wenige Seiten zusammengestellt. Und da ist jetzt die Frage, möchtet ihr Step by Step mitgenommen werden oder wollt ihr einfach nur das fertige Produkt sehen? Gebt mir einfach eine Info dazu und entsprechend werden die nächsten Videos kommen. Bis dann, ciao! Es hat eine Grammatur von, weiß ich nicht. Ich möchte wissen, möchtet ihr einfach nur ein fertiges Flip... Hallo? Ne, ihr wollt nicht das Flip-Through sehen, ihr wollt die Katze sehen, ne? Und dasselbe Prinzip habe ich hier links angewendet. Na, das ist nicht links. Das war James. Ich fange nicht wegen dir fünfmal neu an.